Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Nein, heute nicht in meinem kleinen Zimmerchen, sondern heute im großen Malraum. Hier mache ich meine Mal- und Bastelkurse und gestern hatte ich hier eine Malrunde und deswegen ist hier noch der Tisch vorbereitet. Und da habe ich mir gedacht, ich stelle meine Filmsachen einmal hier auf und mache mal eben mit euch noch so ein Puring-Video. Ja, wer meine Kurse oder auch meine Ausstellungen schon mal gesehen hat, der weiß, dass ich schon seit ein paar Jahren mit der Puring-Technik oder Fluid-Technik auch arbeite und experimentiere. Zum Teil habe ich die Sachen aber auch mit Mixed-Media-Techniken gemischt. Das heißt, meine Bilder haben immer nur kleine Bestandteile in der Regel mit der Fluid-Technik oder Puring-Technik, nicht das ganze Bild. Also das nicht, weil ich auch sehr großformatig arbeite und ich das interessanter finde, verschiedene Techniken zu kombinieren. Heute möchte ich mit euch aber einfach mal die einfache klassische Puring-Technik ausprobieren. Und zwar habe ich sonst immer, deswegen habe ich es hier mal hingestellt, ich habe sonst immer mit dem Malmittel von Schmink gearbeitet. Dann habe ich auch mal Acrylbinder genommen oder man kann auch sehr gut den weißen Bastelkleber nehmen für die Techniken. Das habe ich bis jetzt immer gemacht. So, jetzt ist aber neu auf dem Markt von EFCO das Puring Medium und das wurde mir zum Testen zur Verfügung gestellt. Dann will ich doch mal schauen, was man mit dem alles Schönes machen kann. Normalerweise mache ich die anderen Techniken immer mit diesem kleinen Brenner, den kennen viele vom Kochen, oder mit einer Heißluftpistole, beziehungsweise man kann auch einen Embossingföhn nehmen. Außerdem habe ich immer ein bisschen Wasser dabei zum Verdünnen der Farbe. Bei der Farbe habe ich hier zwei Farben jetzt mir rausgesucht. Das sind schon flüssige Farben. Als Zusatzfarbe habe ich von Schminke mir eine genommen. Die ist etwas pastöser. Das heißt, wenn ich diese verdünne, muss ich dann beachten, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr Medium reinmache, beziehungsweise das nochmal mit Wasser verdünne, wenn ich möchte, dass die mehr fließt. Dann habe ich noch hier von Lukas die Acrylfarbe in Gold für metallische Effekte. Das ist jetzt meine Farbwahl für dieses Projekt und dann möchte ich doch mal mit euch meine ersten Versuche mit diesem Medium machen. Viel Spaß dabei! Wir brauchen einmal Bastelhölzchen oder Eisstiele. Dann nehme ich Plastikbecher und verschiedene Acrylfarben sowie das Puringmittel. Das Geheimnis dieser ganzen Fließtechnik ist einfach das, ihr müsst darauf achten, egal welche Farben ihr nehmt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Acrylfarbe, die ist, wie ihr seht, ziemlich dickflüssig von sich. Wenn ihr natürlich Farben nehmt, die ein bisschen besser fließen, ein bisschen flüssiger sind, wie die zum Beispiel, das ist jetzt ein helles Blau, dann braucht ihr natürlich weniger andere Zusätze. Ihr könnt natürlich auch Fluidfarben nehmen. Wie viel ihr jetzt von dem Medium oder von euren anderen Zubehör nimmt, ist unterschiedlich. Es gibt eigentlich keine ganz genaue Angabe, weil es kommt immer darauf an, welche Farben ihr dazu nutzt. Ich habe jetzt zum Beispiel hier eine dickflüssigere, hier ist eine dünnflüssigere. Die fließen natürlich auch anders. Jetzt nehme ich noch die dazu, das ist ein Gold, damit ich einen schönen Kontrast habe.
Und als viertes nehme ich noch Weiß. Als Weiß nehme ich das Tritonweiß. Das ist von sich schon sehr flüssig. Von dem Weiß nehme ich ein bisschen mehr. Jetzt nehme ich mein Medium. Hier bei der Farbe, dadurch, dass die sehr dick ist, werde ich ein bisschen mehr Medium reinmachen. Jetzt verrühre ich das alles sehr schön. Bis es wie Honig ist. Hier mache ich noch ein bisschen Wasser zu, weil die Farbe ja von sich aus schon ein bisschen pastöser war. Aber nur ein bisschen, damit mir die Farbe nicht reißt. So, jetzt werden die Farben alle sehr schön gemischt. So, jetzt nehme ich mir einen leeren Becher. Mache als Grundfarbe erstmal Weiß rein. So, entweder lässt das jetzt so, wenn ihr wollt und ein bisschen Struktur haben wollt, könnt ihr ganz vorsichtig jetzt auch einen der Stäbchen nehmen und einmal vorsichtig das Ganze rumrühren. Die Technik macht jeder etwas anders. Es gibt ja auch da verschiedene Möglichkeiten. Aber es ist jetzt keine Möglichkeit wirklich falsch. Die eine Möglichkeit ist, man arbeitet nur mit dem Becher. Das heißt, ich stülpe den Becher einmal um, Leinwand einmal draufsetzen und Becher einmal draufsetzen und jetzt warten. Man kann das so lassen oder man macht es zum Beispiel, dass man außerhalb auch noch mal ein bisschen Farbe verteilt. So, jetzt können wir den Becher einmal loslassen oder man kann ihn dabei auch verteilen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Man kann auch direkt wegnehmen den Becher oder ihr lasst das einfach so. Ich verteile gerne die Reste von dem Ganzen noch so ein bisschen auf die Leinwand. Aber auch das macht jeder, wie er möchte. Und jetzt könnt ihr ganz langsam das Ganze fließen lassen. Man kann jederzeit auch noch, wenn ihr so Farbreste habt, also ich finde jetzt zum Beispiel das Gold ist noch mir ein bisschen zu wenig. Könnt ihr natürlich das auch noch mal ein bisschen ansetzen, wenn ihr genug über habt.
Die Ränder könnt ihr natürlich direkt mitgestalten. So, das andere lasse ich mittlerweile trocknen. In der Zeit, ich habe ja jetzt hier noch Reste, Farbreste, werde ich mir die jetzt zusammenmischen. Beziehungsweise ich werde die alle erstmal noch mal ein bisschen mit Wasser strecken. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen Medium rein. Dann nehme ich noch ein bisschen Weißacrylfarbe mit ein bisschen Wasser verdünnt. Als kleiner Tipp, die leeren Becher, die könnt ihr sehr gut auch jetzt nehmen, damit das Bild trocknen kann, als Bildständer. Da wird nämlich noch einiges runterfließen. So, jetzt ist mein Bild getrocknet. Zeige ich es euch mal von nah. Auch das kleine Bild ist getrocknet. Als nächstes werde ich jetzt auf beiden Bildern einen Schutzlack auftragen. Ich glaube, ich mache beiden einen glänzenden Schutzlack drauf. Jetzt nehme ich glänzenden Klarlack. Streich den einmal auf. Das schützt eure Bilder. Jetzt habe ich in meinem Fundus noch einen alten Schattenfugenraben gefunden. Da passt das runde Bild genau rein. Nur die Farbe gefällt mir nicht. Und der hat ja auch schon so seine Macken. Deshalb grundiere ich den jetzt erstmal mit weißer Farbe. Und zwar weiße Kreidefarbe. Jetzt mache ich noch eine zweite Schicht. Klarlack drauf. Das gleiche mache ich mit dem großen Bild. Dadurch kriegt mein Bild noch mal eine Tiefenwirkung mehr und es wird natürlich geschützt. So, jetzt habe ich das Ganze weiß grundiert. Jetzt habe ich hier noch gesammelte Keile von den Keilrahmen. Dann nehme ich jetzt jeweils zwei und nagel die fest. Natürlich kann man das auch anders machen. Ich werde jetzt die Leinwand einmal aufkleben mit weißem Bastelkleber.
So schaut das jetzt mit meinen Schattenfugenrahmen aus. Hier das Holz habe ich jetzt nicht ausgebessert. Das mache ich vielleicht später nochmal, wenn ich nochmal drüber polieren sollte und nochmal nachstreichen sollte. Aber ich finde, das hat jetzt auch einen gewissen Charme. Und so kann ich mein Bild lassen. Irgendwie sieht das aus wie so wie ein entfernter Planet. Also die Farben gefallen mir richtig klasse. Und mit diesem Bild sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Tanja.